Das ist eben dann ein bisschen. Hier war doch irgendwo eine Rüstung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ja alles noch eine Aufnahmesession. Der Darius Blader hat mir wahrscheinlich schon geholfen oder irgendwer sonst, der das weiß. Aber ich erwähne halt immer den Darius Blader so lobend, denn der weist mich ganz oft auf irgendwelche Eigenheiten des Spiels hin, auf irgendwelche Easter Eggs, oder der hat mich auch darauf hingewiesen, wo ich die Krankenwagenmission zum Beispiel wunderbar machen kann. Und das wollte ich einfach auch mal lobend hervorheben. Ich habe mich auch schon etliche Male bei ihm bedankt, aber warum nicht auch mal während eines Let's Plays Dankeschön sagen? Also an dieser Stelle nochmal ein fettes Danke an dich. Und die rasen hier ganz schön den Berg runter. Deswegen hatten die auch gerade einen Unfall gebaut. Hier ist auf jeden Fall gleich ein Kleidungsgeschäft, da gehen wir auch direkt rein. Naja, und das mit dem Klarträumen, mit den außerkörperlichen Erfahrungen und so weiter. Wenn ihr da unbedingt noch mehr von mir hören wollt, ich kann auch gerne mal einen ganz bescheuerten Schnackcast zubereiten wohl eher nicht, kann man ja nicht kochen oder so. Aber warum nicht? Also ich erkläre mich gerne dazu bereit, da ein bisschen drüber zu reden und so weiter, auch wenn sich das ein bisschen crazy anhört, ein bisschen verrückt und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin an sich, ich bin kein Esoteriker, ich arbeite nicht für Astro TV. Ich meine das tatsächlich alles ernst, was ich sage, außer es ist tatsächlich Ironie oder so, aber das meine ich tatsächlich ernst. Wollen wir tatsächlich mal wieder den Oberkörper bedecken? Ich weiß ja nicht. Aber der blaue Hoodie, der ist zu cool. Der sieht nicht behindert genug aus. Was ist denn hier das Gestritt-T-Shirt? Ja. Na, nee. Das sieht auch viel zu anständig aus. Viel zu lieb, will ich mal sagen. Kostet auch nur $10. Ist wahrscheinlich hier Kick oder so. Deswegen auch nur 3 Buchstaben. Ein braunes Hemd. Wir sind doch ein alter Nazi. Da können wir gerne ein braunes Hemd anziehen. Wobei, das ist jetzt nicht das Braun. Wobei, doch, das könnte man. Aber das sieht irgendwie aus wie eine zweite Haut oder so. Bei Karl, nichts gegen dich. Nur weil du eine dunkle Hautfarbe hast, wollte ich dich jetzt nicht dissen oder so. Haben ja auch andere, aber gelbes Hemd muss ja auch mega scheiße aussehen. Können wir auch irgendwo den Christopher Krachten-Style irgendwie anziehen oder so? Gibt es irgendwo ein kariertes Hemd? Der hat doch mal karierte Hemden an, oder? Der Akkus hat mir letztens auch erzählt, der hat genauso ein Hemd wie der Krachten. Hier haben wir ein kariertes Hemd. Ja, nee, das ist wieder so cool. Wenn das der Krachten anziehen würde, dann würde ja keiner mehr fragen, wo er seine T-Shirts herbekommt. Beziehungsweise doch, die würden dann gerade fragen, also nicht seine T-Shirts, sondern seine Hemden. Aber jetzt machen sie es ja nur, um ihn so ein bisschen zu verarschen, will ich mal sagen. Nee, aber so ein kariertes Hemd, ich trage persönlich auch überhaupt gar keine Hemden. Ich finde die mega hässlich. Ich finde auch gerade diese karierten Hemden, die sehen total scheiße aus. Da kann mir jetzt jeder erzählen, was er will, das sieht kacke aus. So karierte Hemden, damit konnte ich mich noch nie anfreunden. Oder überhaupt mit Hemden. Hemden sehen einfach kacke aus, das muss ich mal ganz klar sagen. Jeansjacke sieht wahrscheinlich auch ein bisschen kacke aus. Oh, nee, nicht so. Das ist auch so cool. Ich will ja den CJ immer möglichst, also für alle, die hier zum ersten Mal einschalten, ich will den CJ immer möglichst scheiße anziehen. Deswegen, ja, ja, das können wir tatsächlich wieder nehmen. Da kommt auch sein fetter Bauch wunderbar zur Geltung. Das ist ja so ein bisschen der Charlie Sheen-Style. Der hat ja auch mal so Bowlinghemden getragen, ne? Also auf jeden Fall so weite Hemden irgendwo. Und so ein Bowlinghemd würde ich auch tatsächlich wieder anziehen, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Beige Shorts. Zeig mal. Ja, das wäre auch noch eine Hose, die würde wunderbar dazu passen, aber dann sieht er ja fast wieder ganz schnieker aus irgendwo. Hm. Wie sieht's denn aus mit der schwarzen Kaki-Hose? Da hat wohl jemand reingekackt oder so? Ich weiß, dass man das Kaki-Hose... Wow, das sieht mit den Boxerstiefeln total geil aus. Die nehmen wir. Und ich wette, die Boxerstiefel, die lasse ich gleich an, weil das sieht irgendwie total geil aus. Moment, jetzt erstmal Schuhe gucken. Was sind denn die Wanderstiefel? Zeig mal die Wanderstiefel, ja. Ja. Nee, dann siehst du ja fast wieder cool aus. Ich fand das cool, wie die Boxerstiefel dann irgendwie die Hose eingeklemmt haben. Das hatte irgendwie was. Irgendwas Beschissenes halt. Rote Stiefel? Nee, die sind mir nicht rot genug. Ich dachte, das wäre jetzt ein richtig krasses Rot. Das sieht ja fast wieder... Dass die Klamotten hier auch so schön aussehen müssen, dass man die selber gerne tragen würde. Oder prinzipiell tragen würde, wenn man sie angereicht bekäme. Ja, ich wette, die sehen alle gleich aus. Deswegen lasse ich das erstmal. Lass mal hier die schönen Schuhe, die wir eh anhaben. Lass ich da mal an. Hier, Goldkubaner. Ja, passt total zum CJ. Nehmen wir auch direkt. Ist bestimmt auch total billig. Ja, 350 Öcken. Können wir uns gerade so leisten. Wir haben ja auch nur ein bisschen über $40.000. Und es gibt hier auch noch eine Missionsreihe, fällt mir gerade ein, so eine Nebenmissionsreihe, wo wir Autofahren lernen. Wo wir wirklich dann unseren, das werden wir auch, glaube ich, machen. Später werden wir auch noch das Fliegen lernen oder Motorradfahren lernen und so weiter. Wollen wir dem eine Uhr kaufen? Er hat doch die schöne,
Die schöne Pinke noch, die will ich eigentlich lassen. Die wollte ich eigentlich nicht wegnehmen. Haben wir Sonnenbrillen? Hat er überhaupt gerade eine Sonnenbrille? Hat der CJ gerade eine Sonnenbrille? Ich weiß das gerade überhaupt gar nicht. Was hat der auf der Nase? Das weiß ich nämlich nicht und deswegen werde ich da jetzt nichts ändern erstmal, sondern guck mir erstmal die seitwärtse Cappy an. Ah, wir haben so eine coole Sonnenbrille, okay. Ja, Prinz von Bel-Air-Style, nee, nicht so. Kennt ihr eigentlich noch den Prinzen von Bel-Air? Ich meine, ich bin ja auch schon älteres Semester. Wow, nehmen wir direkt, nehmen wir. Wobei, was war da noch darunter? Da war doch irgendwas anderes noch. Der Karo-Sonnenhut. Ja, genau, den wollte ich jetzt unbedingt noch sehen, weil den nehme ich jetzt. Der sieht ja auch total heiß aus. Und deswegen nehmen wir den. Ne, haben wir einen guten neuen Style. Was haltet ihr davon? Schreibt das doch mal eben in die Comments. Ne, aber Prinzen von Bel-Air habe ich früher sehr gerne geschaut mit Will Smith in der Hauptrolle und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen Charaktere hießen. Ich weiß nicht mal, wie Will Smith in der Serie hieß. Aber ich weiß, dass es sehr witzig anzuschauen war und sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich mal sagen, Mann, sieht das scheiße aus. Aber wunderbar, so müssen wir weiter rumlaufen. Wobei, haben wir abgenommen? Nee, Fett. Ja, Fett ist schon ein bisschen nach unten gegangen. Da muss ich mich erstmal wieder direkt Fett fressen. Da muss ich erstmal, was gibt's denn da heute? Das Burgershot Special Meal für 29, warum kosten hier alles 29 Cent? Chicken Burger Meals, Freedom Fries, Orange Drink, nee, da nehme ich gerne hier die River Cola. Das ist ja natürlich hier die normale Cola in Amiland, das wissen viele nicht. In Amiland wird nur River Cola verkauft, da gibt es gar keine normale Cola. Als Dessert werden dann Blaubeeren, sind Blueberries, sind das Blaubeeren oder ist das irgendwas anderes? Wahrscheinlich irgendwie eine Droge jetzt oder so. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie Blaubeerkuchen. Was macht ihr denn alle hier? Sitzt du erwartungsvoll da? Wo ist denn dein Tablett und wie beißt du da bitte ab? Wie so ein Mädchen oder was? Wie so ein kleines Kind? Der Burger geht ja gar nicht weg. Unmöglich sowas. So, du Hamburger-Hut tragende Frau mit Titten. So. Nee, ein Mega-Rindfleisch-Burger wäre an sich schon ganz nett, aber ich nehme mal... Gibt es hier nicht noch was Größeres? Nee, den Salat, den kannst du vergessen, Trudder. Ich nehme tatsächlich hier den netten Fleischberg. Den Fleischberg nehme ich zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und weil es so schön war, noch ein siebtes und ein achtes und ein neuntes Mal. Und ich glaube, noch ein zehntes Mal geht auch und ein elftes Mal. Aber dann müssen wir gleich kotzen, deswegen drücke ich jetzt die Eingabetaste. Ich glaube, elfmal konnte man was essen. Ja, konnte man. Ich meine, der CJ, der sieht ja jetzt schon fett aus, aber wir wissen ja, wenn man vor die Tür geht, dann ist das noch fetter als vorher fett. Und Gott sei Dank sind die ganzen Klamotten und so weiter, die sind sehr Körperfett erhöht. Dir droht ein Herzinfarkt. Nimm ab. Ach was? Ist doch sportlich. Was ich sagen wollte, die Klamotten sind Gott sei Dank elastisch. Das heißt, die dehnen sich mit CJ aus. Und wenn CJ wieder abnimmt, dann sind sie nicht ausgeleiert oder so. Das sind ganz seltsame Klamotten. Hätte ich auch gerne im Real Life. Weil ich brauche die gar nicht, weil ich nehme gar nicht. Also ich nehme nur langsam zu, nicht so schnell wie der CJ. Auch wenn ich 11 Burger esse. 11 Fleischbergburger, wobei 11 Fleischbergburger, die würde ich wahrscheinlich auch gar nicht runterkriegen. Ich würde wahrscheinlich schon beim zweiten das Kotzen kriegen oder so. Naja, machen wir jetzt erstmal die nächste CJ-Mission, unter der ich mir prinzipiell erstmal gerade so gar nichts vorstellen kann. Aber die Zero-Mission, da kommt, glaube ich, noch die eine und dann war es auch von Zero. Dann war es alles von Zero, aber die mache ich jetzt nicht. Die mache ich jetzt tatsächlich nicht. Dann wollen wir mal ein bisschen Abwechslung so reinbringen. 5500, also 555 wie Tipp. Girl, San Fierro is fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Ach. Yeah. Why don't you put that up in his car and give Wee Tip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cove Hotel in the Financial. Oh, for sure. Die Schuhe. Die Hose, die Schuhe. Wie so eine Presswurst. Alter, nein, das geht gar nicht klar. Aber der Staatsanwalt ist unterwegs zum Van Cove Motel
Hotel in Downtown in San Fierro. Begib dich sofort dorthin. Ach nee, das war die Mission. Okay, ich wollte nämlich ganz woanders jetzt hin schon. Ich dachte, das wäre die andere Mission von den beiden Bullen gewesen. Wobei, ich weiß gar nicht. Zwei oder drei machen wir. Oh, Cheetah-Karre, Cheetah-Karre, Cheetah-Karre. Also nicht Cheetah im Sinne von, ich cheate jetzt total, wenn ich die Karre benutze und fahre und so weiter, sondern im Sinne von, das ist ein total geiles Auto und es fährt sehr anständig. In dem Sinne Cheetah. Nein, heißt einfach Cheetah, heißt Cheetah. Ich weiß nicht, warum die Karre Cheetah heißt. Ich weiß nicht, ob es eine echte Karre im echten Leben gibt, die Cheetah heißt und so aussieht. Weiß ich alles tatsächlich nicht, aber die Karre ist auf jeden Fall sehr cool, sehr dufte. Die einzige schnellere Karre ist, glaube ich, der Infernus. Und hier haben wir einen Kometen. Kleines Coupé. Weiß gar nichts hier von Autos. Ich darf nicht so viel von Autos erzählen, sonst könnte man noch annehmen, dass ich Ahnung von den Autos hier in San Fierro in GTA San Andreas habe. Was steht denn hier? Big pointy building, no base jumping. Kann man da von oben base jumping machen? Weiß ich gerade gar nicht. Bestimmt sowas. Draußen redet wieder irgendjemand. Dieses Hotel hat einen Parkservice. Der Staatsanwalt wird seinen Wagen in Kürze dort abgeben. Genau, folge dem Parkboy in die unterirdische Parkgarage und schalte ihn aus. Vergewissere dich, dass niemand in der Nähe ist. Ja, weil niemand sofort nie in der Nähe ist, kann ich da den gleich super umfahren. Und dann müssen wir, glaube ich, das Auto mit einer Bombe versehen oder so. Ich spoilere jetzt mal wieder so ein bisschen. Ist ja nur die Handlung von in einer Minute oder so. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel. Denn das war ja sowieso klar, dass wir den Staatsanwalt jetzt wahrscheinlich Löhnchen werden. Was werden wir jetzt wohl machen, wenn wir sein Auto stehlen? Also das ist ja eine logische Schlussfolgerung durchaus. Der Parkboy ist in der Parkgarage. Schalte ihn aus, bevor er sie verlässt. Das ist jetzt aber sehr knifflig. Ihn jetzt ausschalten, bevor er sie verlässt. Muss man jetzt aber sehr, sehr aufpassen. Hey, schnapp dir die Uniform des Parkboys. Jetzt sind wir auch ein echter Parkboy. Wobei, ich hab gerade so Gefallen gefunden an unserem Outfit. Und das scheint ein sehr elastisches Parkboy-Outfit zu sein. Wollte ich auch nur mal so erwähnen. Ach nee, das ist gar nicht die Karre vom Staatsanwalt. Wir sollen jetzt nämlich die Karre vom Staatsanwalt nehmen. Und wir sehen ja sehr seriös aus. Gerade mit unserem Karohut und unserer Friese, da würde ich, also ich würde uns auch ein Auto anvertrauen. Uns als Parkboy. Was ist das da hinten eigentlich? Da sind ja irgendwelche Falten oder so. Das ist alles gar nicht so. Genau, ich bin der Neue. Ich bin sehr erschöpft, weil ich sehr fett bin, aber ich hoffe, da stört sich niemand dran. Der Staatsanwalt fährt einen blauen Merit. Merke ihn dir. Du musst ihn erkennen, wenn er ankommt. Achte darauf, dass kein anderer Parkboy seinen Wagen übernimmt. Ja, wir müssen den gar nicht erkennen. Ich habe nämlich früher mal gedacht, ich muss ihn tatsächlich selber erkennen. Aber das Spiel weist mich darauf nochmal freundlich hin, wenn der dann eintrifft. Von wegen, das ist der Wagen vom Staatsanwalt. Schlage alle Parkboys zusammen, die ihn dir klauen wollen. Ja, der CJ, der reiht sich hier wunderbar ein. Der CJ, der sieht auch sehr adrett aus in seinem Parkboy-Outfit. Ich glaube, ihm gefällt sein neuer Job. Er hat so ein kleines, schelmisches Grinsen hat er auf dem Gesicht, oder? Oder täuscht das? Und das scheinen anscheinend Zwillinge gewesen zu sein, hier die beiden Parkboys. Arbeiten wohl beide fürs gleiche Unternehmen. Ich glaube, das kommt auch nicht so oft vor. Weil meistens will sich der eine Zwilling ja vom anderen lossagen. Zumindest meine ich, das mal so gehört zu haben, dass Zwillinge meistens versuchen, anders zu sein als der andere. Was ja auch normal ist. Man versucht sich ja immer irgendwie von den anderen Menschen so abzugrenzen. Was geht da eigentlich ab? Ist da irgendwie ein Flashmob auszuticken wie bekloppt oder was soll das da hinten? Ich habe ja nichts gemacht oder so. Ich habe ja niemanden umgebracht. Oder? Ja, eigentlich schon, aber das weiß ja niemand außer ich jetzt. Was hast du gesagt? Irgendwas mit Punk hier? So, mal eben auf die Uhr klopfen. Mann, ich nehme jetzt schon wieder richtig lange auf. Und das wäre jetzt ein wunderbarer Zeitpunkt, glaube ich, einen Cut zu setzen. Den werde ich jetzt aber nicht machen. Beim nächsten Mal klauen wir das Fahrzeug vom Staatsanwalt und werden herausfinden, warum die Menschen hier so ausdecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nein, Quatsch. Oder jetzt habe ich vielleicht tatsächlich doch einen Cut gemacht.